meine Lieben. Ja, wie ihr schon mitbekommen habt, bin ich ja so langsam auf den Kürbisgeschmack gekommen und habe jetzt da mal ein bisschen in der Rezeptwelt gekruschelt und bin auf ein Brot gestoßen, das mit frischem Kürbis gemacht wird und mit Kürbiskernen. Und ich habe es probiert und es hat uns allen drei richtig, richtig gut geschmeckt. Und jetzt mache ich es heute gleich nochmal mit der Kamera, weil ich finde, dieses Rezept ist auf jeden Fall ein Filmchen wert. So, als allererstes braucht man natürlich Kürbis für dieses Brot. Und zwar braucht man wieder den Hokkaido-Kürbis. Und zwar braucht man 250 Gramm. Ich habe mir wieder gut abgewaschen. Schale dran lassen und einfach in so grobe Stücke geschnitten. Das wird jetzt als erstes mal zerkleinert. Die Belichtung ist halt wieder blöd. Mache ich mal hier an. Jetzt könnt ihr das Display sehen. Ja, das Ganze wird jetzt 10 Sekunden auf der Stufe 5 richtig zerkleinert. 10 auf 5. Jetzt füllen wir uns das Ganze um. Mal, wie klein der Kürbis jetzt geworden ist. Den fülle ich mir jetzt um, weil wir jetzt dann zuerst das Wasser in den Mixtopf geben und darin eben die Hefe auflösen. Und das kommt dann eben erst der Kürbis zum Mehl dazu, erst wenn wir dann anfangen zu kneten. Also wenn er nicht alles rausbringt, das macht jetzt gar nichts, aber das meiste sollte auf jeden Fall heraus sein. So, schau da mal, so lasse ich das Ganze jetzt. Und so sieht der Kürbis jetzt aus. So, da la. Und weiter geht's mit 350 Gramm Wasser und einem halben Würfel bzw. 20 Gramm Hefe. Den bröckel ich mir jetzt gleich immer ein bisschen so rein und schaue, dass ich die Hefe nicht direkt aufs Wasser drauf, aufs Messer drauf legt, damit ich auch schön auflösen kann. Ja, Hefe auflösen mache ich auch immer 3 Minuten auf 37 Grad auf der Stufe 2. Jetzt kommen auch schon alle anderen Zutaten rein. Und zwar brauchen wir jetzt 100 Gramm Kürbiskerne, ganz normale. Dann brauchen wir Mehl. Und zwar brauchen wir jetzt, ich habe mir beide Mehlsorten schon zusammengekippt. Und zwar brauchen wir jetzt 500 Gramm Dinkelmehl Typ 630. Das ist das helle unten. Und dann kommt noch dazu 100 Gramm Roggenmehl Typ 1150, das ist das dunklere, wo oben drauf ist. Dann kommt der Kürbis mit rein. Und was braucht man noch? Einen Esslöffel Honig. Das mache ich jetzt frei Schnauze. Ungefähr einen Esslöffel. Und Salz darf natürlich im Brot nie fehlen. Und zwar gibt man da 2 Teelöffel mit rein. So, jetzt wird das Ganze geknetet und zwar machen wir das jetzt 3 Minuten auf der Teigknetstufe. Wir gehen einmal rüber, gehen auf Teigkneten und stellen uns dann die Zeit ein mit 3 Minuten. Gehen wieder auf die Ehre und einmal andrehen und dann wird schon geknetet. Der Teig ist geknetet, schaut euch den mal an. Also schaut richtig gut aus, auch mit dem Kürbis. Ja, und jetzt muss der Teig natürlich gehen. Ich lasse den Teig wieder in meinem Mixtopf gehen. Es sind zwar 600 Gramm Mehl dieses Mal, aber ich lasse jetzt mein Brot so circa eine halbe Stunde nur gehen. Da setze ich jetzt wieder diesen tollen Silikondeckel auf. Ich setze den eigentlich nur so auf und dann kippe ich einfach die Nasen so nach unten.
Und da lasse ich den Teig jetzt einfach stehen und lasse den so circa eine halbe Stunde drin schön aufgehen. Also ich merke dann schon, wenn der Teig hier oben zum Fühlen ist, dann weiß ich, okay, jetzt ist es soweit. Also wie gesagt, so circa 30 Minuten geht er jetzt, dann wird er schön gefaltet, dann kommt er ins Gärkörbchen und muss darin nochmal ein bisschen gehen, weil dieses Brot wird freigeschoben gebacken, also wir backen den jetzt nicht in einer Auflaufform oder sonst wo. Hier ist gerade mein Handy, jetzt ab. Ja, und jetzt lassen wir ihn erstmal gehen und dann machen wir zusammen weiter, so circa in einer halben Stunde. So, meinen Teig habe ich jetzt 30 Minuten gehen lassen. Zeige ich Ihnen euch mal, wie schön der jetzt aufgegangen ist. Seht ihr das? Schaut richtig, richtig gut aus. Und um den Teig jetzt besser rauszubekommen, stelle ich den Mixtopf jetzt einfach nochmal in den Thermomix und stelle einfach den Wähler kurz auf die Stufe 4. Gut, das war's schon. Jetzt wird nämlich das Brot noch gefaltet. Deswegen habe ich den jetzt kurz gerührt, dass es sich ein bisschen besser lösen kann. Schaut mal her, so sieht es jetzt aus. Jetzt stelle ich einfach meinen Mixtopf umgekehrt hin, weil der Teig wirklich sehr, sehr klebrig ist. Spaten brauche ich noch. Und lasse wirklich das Messer, ihr habt es gesehen, das Messer mit runterplumpsen. Ein bisschen weiter rüber hier. Jetzt. Und dann kann ich das viel, viel besser eben so entnehmen. Und ihr seht schon, der Mixtopf ist wirklich nicht arg voll. Und deswegen kann ich euch wirklich empfehlen, einfach den Teig ganz kurz auf der Stufe 4 vom Rand lösen. Und dann kann man den wirklich super rausbringen. So, es duftet schon nach Kürbis. Schaut mal her, ist doch super. So, dann kratzen wir noch das Messer ein bisschen ab. Der Teig ist sehr, sehr klebrig. Denkt euch nichts, das gehört so. Ist genau richtig von der Konsistenz her. Also so war das letzte Mal auch. Und da habe ich auch überlegt, brauche ich da noch mehr Mehl oder nicht. Aber es war wirklich perfekt. Gut. So, und jetzt gebe ich einfach ein bisschen Mehl oben drüber. Und ihr seht schon, den Kürbis kann man richtig gut erkennen. Und es gibt eben da eine ganz tolle Farbe, das Brot. Jetzt drücke ich das einfach nur ein bisschen flach. Und wenn ich merke, oh, es klebt wie die Sau, dann gibt es einfach nochmal ein bisschen Mehl drüber. Und dann können wir auch schon anfangen, das Brot bzw. den Teig zu falten. Hoffe ich bloß, dass er sich unten gescheit löst. Jetzt wenig Mehl hingeben. So. Weil jetzt wird ja das Brot dann nochmal ins Garkörbchen eben gegeben und dann geht es eben nochmal ein bisschen. Und das macht es eben aus. Also ihr müsst wirklich dem Brot die Zeit geben zum Gehen. So, und jetzt wird es schon besser. Einfach, wenn ihr merkt, das klebt mir zu arg, so wie jetzt, einfach nochmal ein bisschen Mehl dazugeben. Aber der gehört so, der Teig. Es ist wichtig, dass ihr jetzt wirklich nicht viel, viel Mehl dazugebt, weil der muss so sein. Ja. Da unten ist er noch sehr, sehr klebrig. Aber das Ergebnis am Schluss zählt und ihr werdet sehen, das ist echt mega. Ja. Ein bisschen Mehl brauchen wir noch. Tja, aber jetzt lassen wir es so. So, jetzt befreie ich mich bloß ganz kurz schnell von den Teigresten.
gut wie es geht. Einfach gut rubbeln. So. So, jetzt geht's weiter. Jetzt braucht man ein Gärkörbchen. Und zwar gibt es wirklich ganz vielerlei Gärkörbchen. Ich habe schon einige ausprobiert und bin jetzt wirklich bei diesem hier hängen geblieben. Weil es gibt, wie gesagt, es gibt längliche, es gibt runde, es gibt verschiedene Holzarten und was weiß ich alles. Und es geht eigentlich immer um das Reinigen der Gärkörbchen. Und ich bin jetzt wirklich bei diesem hier geblieben. Und dieses Gärkörbchen findet ihr auch in meinem Online-Shop, weil ich von diesem Körbchen eben zu 100% überzeugt bin. Und jetzt zeige ich euch, wie ich jetzt das anwende und wie ich jetzt da in diesem Gärkörbchen mein Brot mache. So, ganz wichtig ist, ihr müsst dieses Gärkörbchen richtig gut bemehlen. Richtig ordentlich Mehl reingeben, dass euch eben später dann der Teig eben nicht haften bleibt. Weil es wird ja dann gestürzt und deswegen muss man das jetzt richtig gut bemehlen. So, sieht man jetzt gar nicht, gell? Ja, auf jeden Fall ist es jetzt ordentlich bemehlt und jetzt nehme ich auch schon meinen Teigling und gebe den jetzt in das Gärkörbchen rein. So. Die Unterseite, was jetzt hier unten ist, das ist dann später eben oben. Ich drücke es jetzt noch ein bisschen an. So. Und jetzt gebe ich nur immer ein sauberes Geschirrtuch drüber und wickle das eigentlich richtig schön ein. So. Und jetzt lasse ich das Ganze nochmal hier stehen, so wieder eine halbe, dreiviertel Stunde, bis ich dann sehe, aha, jetzt macht es schon einen ganz schönen Buckel und dann weiß ich, aha, jetzt ist es soweit, jetzt kann man dann anfangen eben dieses Gärkörbchen zu stürzen. Und ja, wenn ihr merkt, dass euer Gärkörbchen langsam praller wird und ihr meint, ah, jetzt bin ich dann eigentlich fertig mit der Gärzeit, so circa 30 bis 45 Minuten ungefähr, dann könnt ihr gleich mal euren Backofen vorheizen auf 240 Grad Ober-Unterhitze, weil da kommt es dann rein. Ja, aber wie wir da dann genau weitermachen, da hole ich euch natürlich wieder dazu und das machen wir zusammen. So, weiter geht's mit dem Brot. Ihr seht, es ist wunderbar aufgegangen. Nach 45 Minuten hat es jetzt also eine richtige Kuppe. Und jetzt habe ich meinen Backofen auf 240 Grad vorgeheizt. Und jetzt stelle ich mir eine Schüssel mit Wasser in den Backofen. Das mache ich jetzt sofort. Also direkt auf den Boden habe ich das jetzt gestellt. Und jetzt warte ich wieder, bis wirklich wieder 240 Grad erreicht hat. Und dann kommt das Brot rein. So, jetzt nehmen wir das Geschirrtuch ab. Schaut mal, wie das aufgegangen ist. Super. Super. Es hat richtig einen Berg gemacht. Und da sieht man richtig, wie schön die Hefe anfängt hier zum Gehen. Also es schlägt richtig schöne Bläschen. Ja, das ist ja sozusagen dann der Boden von dem Brot. Wir stürzen das ja jetzt. Und jetzt gebe ich hier auf den Boden Kürbiskerne noch drauf. Weil ich habe einfach die Erfahrung, wenn man die Kürbiskerne oben drauf streut, dann verliert man sie eh meistens beim Schneiden, dass sie abgehen. Und auf dem Boden bleiben sie dann doch besser kleben. Jetzt hoffe ich bloß, dass ich das jetzt hier gut drauf bringe, ohne dass mir alles nebenhin fliegt. So, und jetzt wird das gestürzt. Und zwar mache ich das, ich halte jetzt das Gärköpfchen mit einer Hand. Und ihr seht schon, es ist richtig wackelig. Dann nehme ich mein Backblech mit Backpapier und schwupps wird das Ganze
gestürzt, ja eigentlich mittig. Jetzt ist es mehr ein bisschen weiter rüber gerutscht, aber das macht jetzt nichts. Und jetzt lösen wir das Körbchen. Schön langsam. Schön langsam. So, wunderbar, wunderbar. Schaut einmal, ganz, ganz minimalisch noch kleben geblieben. Aber das lasse ich jetzt genau so, wie es ist, richtig schön austrocknen. Und dann zeige ich euch nachher, wie ich dieses Gärkörbchen dann auch säubere. Also wir stellen das jetzt so, wie es ist, einfach zur Seite. Und ich schiebe jetzt einfach mein Brot hier noch so ein bisschen in die Mitte. Schaut mal dieses Riesenbrot an. Und das, also wenn wir Glück haben, ich hoffe, dass es dieses Mal wieder, es fängt hier schon an aufzuspringen und es ist letztes Mal aufgesprungen. Ich sag's euch, das war wirklich, ich habe es vergessen zum Fotografieren, aber das ist aufgesprungen. Das hat wirklich ausgeschaut wie vom Bäcker und es heißt ja auch in der Rezeptwelt Bäckerbrot mit Kürbis, weil es sieht wirklich aus wie vom Bäcker. Ja, jetzt warte ich noch, bis mein Ofen Temperatur hat, auf die 240 Grad. Ich warte noch, bis mein Lämpchen ausgeht. Dann schiebe ich mein Backblech auf die, ja, ziemlich weit unten eigentlich. Das untere Drittel schiebe ich es rein bei 240 Grad und lasse das Ganze 15 Minuten bei 240 Grad. Dann mache ich die Türe vom Backofen einmal auf und lass den Dampf richtig entweichen und stelle meinen Ofen zurück auf 190 Grad und da lasse ich es dann nochmal 45 bis 50 Minuten. Das sieht man dann schon, wenn es anfängt richtig schön braun zu werden. Dann drehe ich es um, mache einen Klopftest und wenn es sich richtig schön hohl anhört, dann ist das Brot fertig. Also ich sage euch, das ist echt ein mega, mega Rezept und ich freue mich richtig drauf. Jetzt warte ich noch, bis mein Lämpchen ausgeht und dann heißt es wie immer, schieb, schieb in den Ofen rein. Dann lasse ich es ein bisschen abkühlen und dann schneide ich es mit euch zusammen an und zeige euch, wie das innen toll ausschaut mit dem Kürbis. Also ja, lasst euch einfach überraschen. So, mein Brot ist fertig und ich bin wieder mega begeistert. Schaut mal, wie es aussieht. Es ist wieder toll aufgesprungen. Letztes Mal ist es noch schöner aufgesprungen, aber so ist auch in Ordnung. Ja, es ist jetzt noch gut warm, aber ich schneide es jetzt trotzdem an, damit ihr sehen könnt, wie das innen aussieht. Also es ist ein Mordsbrot geworden und es duftet und die Kruste vor allem. Es ist fast noch zu warm zum Anschneiden, aber könnt ihr das hören? Total knusprig. Ja, jetzt schneiden wir es mal an, dass ihr das seht, wie das innen aussieht. Heiß, boah, es raucht noch. Ist fast zu warm zum Anschneiden, aber da jetzt ein bisschen Butter drauf und das ja, lasse ich mir auf jeden Fall auch heiß schmecken. Schaut mal, wie das aussieht von innen. Also richtig, richtig schön, gerade mit dem Kürbis drin, ist es wirklich wieder super geworden. Das ist die Scheibe und unten eben auch eine richtig schöne, oh, ist noch gut warm, schöne Kruste. Nee, so rum gehört's. Das ist unten, genau, und das ist oben. Ja, das war jetzt dieses tolle Kürbisbrot. Ich schreibe euch selbstverständlich unten in die Infobox, so wie es ich gemacht habe. Und setze euch natürlich den Link von der Rezeptwelt auch dazu, weil es eben nicht mein Rezept ist. Oh, das duftet und schaut mal, schaut doch schön aus innen. Ja, letztes Mal ist es mir ein bisschen höher geworden. Heute ist es mehr auseinandergefallen, keine Ahnung, um was es liegt. Ist ein bisschen flach, aber dafür sind die Scheiben ja schön, schön lang. Stimmt, ich wollte euch doch noch zeigen, wie ich mein Gärkörbchen sauber mache. Hole ich euch nochmal runter. Stimmt, stimmt, genau. Hätte ich jetzt fast vergessen. So, ich habe jetzt noch gar nichts gemacht. Das steht jetzt immer noch so da wie vorher. Und ach, der Teig ist noch weich. Ich warte jetzt wirklich noch, bis das wirklich schön hart ist, weil dann kann man das wunderbar abkratzen. Wenn das ganz hart ist, ihr seht es hier. Und es fängt jetzt an, ja, hart zu werden. Dann drehe ich es eigentlich bloß immer um. Das mache ich jetzt da. Klopfe es richtig aus. Und dann kann ich wirklich, wenn es richtig hart ist,
das ganz einfach die Teigreste noch entfernen. Und dann nehme ich meistens nur ein Bürstchen und bürste mir das noch richtig aus. Und mehr mache ich gar nicht. Also wirklich nur die Mehlreste rausbürsten, die Teigreste auch einfach. Da schaut es mal her, das kann man wunderbar jetzt schon entfernen. Ja, obwohl es ist noch fast noch nicht richtig hart, aber wenn es richtig hart ist, kann man das wunderbar wegmachen. Ja. Ja, das war jetzt heute ein Filmchen mit einem Brot ohne Behälter gebacken. Geht genauso, freigeschobenes Brot nennt man das. Und gerade das ist wirklich vom Geschmack her total lecker. Ja, ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, macht's es gut, wie immer. Bis ganz, ganz bald. Montag, Mittwoch, Freitag kommen immer neue Filmchen. Und wie vorhin schon gesagt, dieses tolle Körbchen gibt es bei mir im Shop, ist unten in der Infobox verlinkt. Macht's es gut, bis ganz, ganz bald. Mua, eure Ruckzuck-Manu!